Der VDE ist eine Plattform für Experten, Techniker, Ingenieure, um sich auszutauschen. Der VDE ist der Treffpunkt eigentlich aller relevanter Teilnehmer in diesem Markt und in diesem System. Und natürlich macht der VDE auch was für Schüler schon, und zwar ist es der Wettbewerb Invented Chip. Der VDE steht für einen interdisziplinären Zusammenschluss aller Elektrotechniker in Deutschland. Als Jungmitglied steht der VDE für ein ganz großes Netzwerk, das ich persönlich nutzen kann. Das angesprochene Netzwerk vom VDE, das ist echt was, wo ich sage, da kann ich mit vollem Blut dahinter stehen, weil man kennt inzwischen in jeder Stadt Leute und es funktioniert. Man kann sich treffen, zu Themen gezielt austauschen und einfach an der Zukunft mitarbeiten und diese bewusst mitgestalten auf dieser Plattform VDE. Ich bin seit 2014 Mitglied im VDE und ich finde die Möglichkeit zum Austausch, wie sie hier auf dem Kongress stattfindet, eine super Möglichkeit. Warum soll man in den VDE eintreten? Ich glaube, um Menschen kennenzulernen, um wirklich in der Fachgemeinschaft Fuß zu fassen, Kontakte zu knüpfen und natürlich darüber vielfältige Informationen auch zu bekommen, wie es in der Elektrotechnik, in der gesamten Branche sozusagen weitergeht. Besonders am VDE schätze ich, dass es zum einen Spezialisierung gibt, zum Beispiel die energietechnische Gesellschaft, aber letztendlich über einem Oberdach auch wieder alle Disziplinen dann zusammenarbeiten und wir letztendlich auf dem VDE-Kongress auch zusammenkommen. Ich bin VDE-Mitglied seit circa 2003. Damals bin ich noch als Doktorand dort eingestiegen. Wo sich einfach junge Mitglieder schon vorbereiten können aufs Berufsleben, wertvolle Erfahrungen sammeln können und eben super vernetzen können in die Industrie. Ich selber komme aus der Energietechnik und ich finde es immer spannend, auch die anderen Bereiche da zu sehen und gucken, welche Themen die letztendlich bearbeiten. Und das ist ein wesentlicher Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.